Ja, hier haben wir Rebellion. Den nächsten. Du gehörst mir, Danny Geiss. Haben wir entdeckt, als wir hier reingegangen sind. So. Öffnen wir natürlich noch die Truhe. Tada! Revelio. Was? Ah, cool! Spikroskop! Hallo! Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ich wollte gerade fragen, warum er mich überhaupt gesehen hat. Ja, nehmen wir. Ja, komm, kaufen wir uns. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Ich hoffe es doch. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Nee, nicht Aufträge. Ja, Ausrüstung. Will die Handschuhe haben. Mantel haben wir auch. Der bringt's aber nichts. Gut. Jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ja, können wir nehmen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Ja, warte mal, verkaufen wir das. Holen uns lieber das. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Gut. Dann begeben wir uns natürlich wieder zum nächsten. Jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ja, was sehen wir denn da? Ein Demigeist da drin. Alohomora. So. Gut. Hui. Den will ich haben. Zack. So. Wir sehen super aus. Vor allem mit der Brille. Ja, und so langsam haben wir schon wieder Tag. Wir gucken einfach mal, wie viele Monde wir schon haben. Ein Mond fehlt uns. Ich glaube, wir warten einfach mal wieder. Und ja, sehen uns dann gleich. Wir haben den letzten. Wir haben's. Ich glaube, wir kommen da jetzt. Doch, wir hätten da immer reingekonnt. Hä? Hätte jetzt getippt, okay, da kamen wir dann wahrscheinlich nie rein, weil jetzt Alohomora Stufe 2 war, aber nein. Hätten wir immer hingekonnt. Ist doch nicht dein Ernst. Du gehörst mir, Demigeis. Sehr schön. Und die Truhe müssen wir auch noch holen. Privatzimmer in den drei Besen. So, einen schicken Zylinder haben wir auch. Okay. Das heißt natürlich, dass wir jetzt hier alles an Demigeisern geholt haben. Es gibt nur noch 6 Handbuchseiten und 4 Statuen. Statuen sei schon die Truhen. So. Vier Truhen und ja, die Truhen können wir aber glaube ich erst holen, wenn wir wirklich Alohomora Stufe 3 können. Aber dafür brauchen wir glaube ich noch wie viele
10. Wie viele brauchen wir? 3. 3 Stück bräuchten wir noch. Wir könnten jetzt natürlich auf der Karte gucken, wo wir denn noch 3 hätten. Hier haben wir alle. Hier gibt es keinen. Hier haben wir auch alle. Hier haben wir sowieso alle. Wie viele fehlen uns in Hogwarts? 5. Ja. Hier wird uns 1 fehlen. Hier haben wir alles. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht vor Ort. Da haben wir alles. Da wird 1 fehlen. Da wird 1 fehlen. Dann haben wir eigentlich die 3 Orte. Warte mal, dann gehen wir doch mal als erstes hier hin. Haben wir einen Ort, an dem wir nahe hinreisen könnten von hier? Ja, sagen wir mal hier. Dann machen wir das. Und lernen alle Homora Stufe 3. Mal auf Abenteuertour? Ach du Scheiße. So. Ich hab eigentlich... So. Gut. Können wir mit leben. Nicht ideal, aber... So. Ah, klar, wir sollen ja auch noch die Duellleistung abschließen. Das ist ja auch noch eine Aufgabe. Ah, komm. Komm. Danke. Mein Gott, ey. Ja, ist ein bisschen tricky. Aber es wird schon gehen. Ja, Duellleistung sollte man ja auch noch abschließen. Ja, dann müssen wir echt noch das ein oder andere Mal in so ein Duell rein oder generell in einen Kampf gelangen. Wir könnten noch kurz den Schmetterling folgen. Bringen uns ja wieder zu einem Schatz. Bin ich mal gespannt. Wenn die sich mal beeilen würden. Sehr schön. Hier wieder auf den Weg. Und da hinten ist doch auch wieder ein Gegner. Okay, ich wollte gerade sagen, den Kampf haben wir eigentlich zügig beendet. Bitte hör auf, die Zeit zu zählen, aber ja, das, gut. Er hat sie sowieso gestoppt. Muss halt immer gucken, welche
Aufgabe du dann da jetzt hast. Nicht, dass du den Gegner zu früh tötest. Rebellion. Was haben wir denn hier? Sieht interessant aus. Mhm. Rebellion. Ah, ja. Ist nett, aber... brauchten wir jetzt nicht wirklich. Ja, hi. Da sind wieder Gegner. So. Haben wir die Bälle gleichzeitig mit... haben wir nicht. Schade. Es kann natürlich sein, dass es oben da angezeigt wurde und ich es näher aber nicht gesehen habe. Die Pilze da. Ach, hi. Arresto Moment. Weißt du genau, wie ich ihn entwaffnen kann? Danke. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Ja, der ist geflogen. Okay, komm. Aber ist jetzt nicht... So. Ich musste kurz nur überlegen, wie ich das wirklich machen kann. Fiese Unholde. Ist dann doch nicht so leicht, beide mit Depulso zu schleudern. Und wenn einer mit Arresto Momentum... oder wirft den einen mit Depulso in den anderen. Ja. Das hat funktioniert. Zehn noch für die nächste Stufe. Rebellion. So. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Durchaus, durchaus. Hallo, Homura. Dann achten wir wirklich mal darauf, dass wir unsere Duellleistung hier abschließen. Was, Rebellion. Mein Gegner besiegen ist ja schön und gut. Warte mal. Vielleicht haben wir ja da oben etwas. Unten vielleicht? Rebellion. Draußen irgendwas? Oh Milo, was soll ich nur tun? Aha.
Spinnenglieder. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Allohomora. So, Allohomora. So. Du gehörst Revelio. Ja, wo ist er denn, der Demigeist? Weißt du genau, was du sagen wolltest? Du gehörst mir, Demigeist. Ja. Dann haben wir den hier schon mal, weshalb wir eigentlich hier hingegangen sind. Hat Clementine Willardsey Sie nicht gebeten, den Schmetterlingen in den verbotenen Wald zu folgen? Sie ist ja nicht gerade mutig. So. Revelio. Ah, da drin. Natürlich. Teleskop. Und dann haben wir noch eine Truhe. Hier? Ah! Sehr schön, mal sehen. Wenn wir uns hier dieses Örtchen angucken, haben wir eigentlich alles. Wir haben die Handbuchseite, wir haben die Demigeist-Statue und wir haben die Truhen. Sehr schön. Wer hier wohl wohnt? Ja, und hier haben wir natürlich dann noch eine Nebenquest. Ich kann Milos Tochter nie mehr... Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein? Mr. Adley. Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ach, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Milos Name für die Akromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen. Ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen. Warum sollte man für Spinnengift sein Leben riskieren? Als Zaubertrankzutat ist das Akromantula-Gift sehr wertvoll. Vor allem, weil man es, wie der arme Milo bewiesen hat, von einer lebenden Akromantula unmöglich bekommt. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ach. Jetzt sei mal nicht so dramatisch, Mann. Bin mir sicher, dass wir es überleben können. So. Als nächstes gehen wir... Oder hier waren wir nicht, ne? Komm schon. Doch. Hier. Hier hin. Da fehlt uns eine Demigeist-Statue. Toller Höhle sein. Revelio. Allohomora. So. Tada. Revelio. Haben wir noch irgendwas? Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Ach, wir haben sogar eine Brille, die jetzt besser wäre. Ah, ja.
Sieht wieder schön bescheuert aus. Aber gut. Damit müssen wir uns dann wahrscheinlich zufrieden geben. Hi. Ist da jemand? Ich verstehe das Ziel hier nicht. Okay. Unnötig in die Welt. So. Sehr gut. Wirf dem Troll eine Keule ins Gesicht. Aber hier war kein Troll. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Ich habe auf jeden Fall mit zuvor interessierter Waffe. Weißt du nicht, wie ich? Renrock will Neuigkeiten. Hast du es gefunden? Melde dich sofort zurück. Renrock vermutet, dass es in Faircroft noch mehr davon gibt. Kehre nicht zurück, bis du es gefunden hast. Gut, haben wir das Lager auch abgeschlossen. Weiß immer noch nicht, welchen Troll die machen. So. Ein Anhänger weniger, Renrock. Wir haben einfach 21 Megapower-Tränke. Wir sind ein wenig vom Weg abgekommen. Ich weiß, es ist nicht weit weg, aber... Ah, wobei... Gehen wir doch mal dahin. Hi. Du hast doch Nora Treadwell befreit, oder? Aua. Jetzt komm mal her. Komm mal klar, Junge. Ah, klar, mit Expelliarmus. Ja, wenn man weiß, was man machen soll, dann ist es halt einfacher. Sehr schön. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Das war super. Setz seine Raune ein. Ja. Sehr schön. Immer wieder die eigene Axt ins Gesicht werfen. Sehr gut.
Okay. Können wir da mal reingehen? Vielleicht das Lager mal ein bisschen aufräumen. Lass mich ran, wir müssen da... So rein, weil uns niemand... Ich sollte vorsichtig sein, ich bin ganz allein. Eieiei. Expelliarmus. Schön. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. So. Levioso. Junge! Au! Das war ein bisschen schlecht. Zack! Lass mich runter! So. Right here. Nicht gesammelte Belohnung, das heißt, wir haben wieder Herausforderungen abgeschlossen, sagst du? Kampf? Ja klar, die berüchtigten Gegner. Also, das war das, was wir schon längst abgeschlossen hatten. Okay, Handbuchseiten im Hochland, 16 Stück noch. Und in Hogsmeade noch eine.